Hallo ihr Lieben, wie versprochen gibt es heute ein Anleitungsvideo über den Tubular Cast-On auf Deutsch italienischer Maschenanschlag, und zwar der provisorische italienische Maschenanschlag mit einer Häkelnadel. Ihr bekommt dann hier so einen runden, schönen Anschlag. Das ist hier der Saturday Shrug von Katie Jacks bzw. von Katie Jacks Knits von dem YouTube-Podcast. Und sie hat bereits ein englisches Video gemacht und viele von euch können kein Englisch. Und deswegen habe ich gesagt, weil ich und Rosie Garn, wir beide machen einen Call, einen Niederlong. Und deshalb werde ich jetzt ein eigenes Video drehen auf Deutsch, damit eben jeder diesen Tubular oder beziehungsweise provisorischen italienischen Maschenanschlag machen kann. So, jetzt habe ich mir mal hier meinen Klimper-Klimper abgenommen, damit ihr nicht immer so ein Kratzen auf dem Tisch habt. Ja, und zwar ist es ja ein provisorischer Maschenanschlag, der mit einem, mit einer anderen Wolle angefangen wird. Wie sagt man denn? Ja, also nicht mit der Wolle, mit der ihr eigentlich strickt, das wäre die hier, sondern einfach mit einem Garn. Ich habe jetzt hier ein Decay-Garn genommen. Eigentlich ist die Stärke egal, aber gut, je dicker und je ähnlicher das dem Originalgarn ist, desto besser. Ihr nehmt eine Häkelnadel, auch da habe ich, boah, ich habe einfach irgendeine genommen, nicht zu dünn. Aber es soll angeblich auch egal sein, sagt die liebe Caitlin. Ja, ich habe es so ausprobiert, funktioniert. Ja, ihr macht einfach am Anfang einen Knoten. Ich würde den mal zeigen. Ich hoffe, ne, ich bin nicht so gut in Anleitungen drehen bzw. in erklären. So, also ihr nehmt es einfach so mal. Ich mache einfach so eine Schlaufe, nehme das hier so durch, stecke meine Nadel durch. Ist ein bisschen schwierig, ich gucke nämlich durch die Kamera. Ich mache das auch zum ersten Mal. Und dann habt ihr so einen kleinen Anfangsfaden oder so eine Schlaufe, wie beim Häkeln halt auch. So, also, wenn ich hier ein paar Schnitte habe, liegt es einfach daran, dass ich selber es sehr schlecht erklären kann. Ich aber niemand anders gefunden habe, der das für mich macht. Also, Katie Jacks sagt am Anfang einfach ein paar Hilfsluftmaschen machen. Das mache ich jetzt. Ich mache jetzt mal zwei Stück. Und dann nimmt sie die 5,0er Nadel, einmal um den Finger wickeln und legt einmal die Nadel auf das Garn. Ich halte hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ich halte hier das so fest. So, und dann macht ihr einfach ganz einfach den provisorischen Maschenanschlag so, dass sie einfach Luftmaschen häkelt. Einmal holen. Ne? Jetzt ist wichtig, das Garn wieder unter die Nadel zu bringen. Ich gehe mal ein bisschen weiter vor, damit ihr das seht. Einmal wiederholen den Faden. Wartet mal. Genau. Sie sagte, sie macht einen ganz lockeren Anschlag. Ich neige immer dazu, ja, festzustricken. Deswegen fällt mir das ein bisschen schwer. Dann ist es nachher ein bisschen leichter, aber eigentlich macht es auch keinen Unterschied. Ich hole mir wieder das Garn. Einmal den Faden wieder hinter die Nadel. Dann hole ich mir das wieder. Und einmal wieder hinter die Nadel. Einmal holen. Genau. Und das macht ihr jetzt so oft, bis ihr eure Maschenzahl erreicht habt. Und zwar ist in der Originalanleitung beim Saturday Shrug, bei der dünnen Version, eine Maschenanzahl von 124 Maschen angegeben. Ihr schlagt für den provisorischen italienischen Maschenanschlag bitte die Hälfte an. Das heißt eigentlich, wären das 62 Maschen. Sie sagt aber 63 anschlagen, also immer eins mehr. Und warum, das zeige ich euch nachher. Genau, in dem Fall werde ich ein bisschen weniger Maschen anschlagen, damit es alles ein bisschen schneller geht, ne? So, ich habe mal kurz, ne? Ich habe jetzt 15 Maschen angeschlagen, weil ich insgesamt nachher 28 haben will. Wären es dann eigentlich 14, ich habe aber eine mehr angeschlagen, wie schon gesagt. So, das nächste, die nächste, da hole ich mir einfach nur die Schlaufe.
Ein, zweimal, so als Art Sicherheit, sage ich jetzt mal. Mache ich noch ein drittes Mal, dann habe ich ein bisschen längeren Bändel und ein bisschen längeres Stück da hängen und schneide mir den Faden ab. Mal hier, kann ich dir den Finger schneiden. So, und ziehe mir das einfach nur durch. Habt dann jetzt hier, seht ihr jetzt den provisorischen Häkelmaschenanschlag. Ich habe ein bisschen fester gemacht, wie ihr seht. Ihr könnt aber, wenn ihr locker strickt, also ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Es wäre schon gut, wenn er lockerer wäre, aber wie gesagt, schlimm ist es nicht. So, ihr nehmt euer Garn, ne? Hier in dem Fall ähnlich wie das Originalgarn, ein Worsted Weight und ein Suri Alpaka Garn, alles von mir. Ich bin die Handfärberin, das wissen ja die geneigten Zuschauer. So, und da ist es die erste Reihe dieses provisorischen Maschenanschlags ist ein bisschen anders wie die anderen. Und zwar strickt man zuerst eine rechte Masche, dann einen Umschlag, wieder eine rechte Masche, Umschlag, rechte Masche, Umschlag. Rechte Masche. Na, das ist jetzt halt genau das, ne, wenn man so ein bisschen enger anschlägt. Ich habe euch mal ein bisschen näher rangeholt. Ne? Umschlag. Rechte Masche. Umschlag. Rechts. Und das macht er jetzt bis zum Ende der Reihe. So, und der letzte Umschlag und die letzte rechte Reihe, rechte Masche, Entschuldigung, haben wir gemacht. Dann drehen wir einmal um. So, ihr habt die erste Reihe hinter euch gebracht und jetzt seht ihr einmal hier, na, das Link, also wie eine linke Masche sieht es aus, einmal mit diesen. Das sieht man so besser. Ne? Das sieht aus wie eine linke Masche. Immer wenn ihr das seht, bedeutet das, ne, dass auf der anderen Seite rechts gestrickt wurde. Es wäre jetzt praktisch auf der Rückseite eine linke Masche, ist es aber nicht, denn wir machen es ganz einfach so, dass wir einmal bei diesen, ja, wie linken Maschen einmal, na, einmal mit dem Faden, nach vorne einmal abheben, die Masche. Genau, die nächste wieder rechts stricken. Wieder, ihr seht es hier wieder, ne? Einmal Faden nach vorne abheben. Wieder rechts stricken, mit dem Faden nach vorne abheben. Rechts abheben. Rechts abheben. Rechts abheben. So, und die letzte hebt ihr einfach nur mit dem Faden nach vorne ab. Ja, nicht erschrecken. Es ist ein bisschen fummelig. Ihr seht es, ich habe recht große Finger und es ist wirklich ein bisschen fummelig. Das kriegt ihr aber hin. So, wir drehen wieder einmal um. So, nächste Reihe. Jetzt muss ich nachschauen, wo ist hier der Anfang? Das ist der Anfang. So, die nächste Reihe. Ihr seht, bei der nächsten Reihe seht ihr auch die linken Maschen. Und wir fangen dann hier natürlich mit rechts an. Einmal rechts stricken. Und ebenfalls die sozusagen linke Masche mit dem Faden nach vorne abheben. Die nächste rechts.
abheben, die nächste rechts, abheben, rechts, Faden nach vorne bringen, abheben. Auch das macht ihr jetzt bis zum Ende der Reihe. Wenn ihr jetzt hier nicht mehr weiter wisst, weil ihr aufgehört habt, musstet auf Toilette oder es hat jemand angerufen oder irgendwas war, dann seht ihr immer da, wo die linke Masche eigentlich, wo eigentlich eine linke Masche wäre, müsst ihr einfach mit dem Faden vor der Arbeit abheben. Jetzt muss ich nur gucken, weil ich hier nämlich mein Suri mit bei doppelfädig drauf achten, genau. Und die letzte Masche ist wieder eine rechte Masche. Und wieder wenden. So, nächste Reihe. Wieder, ihr seht, eine linke Masche, das heißt Faden nach vorne und einmal Masche abheben. Die nächste wieder rechts und wieder abheben. Das macht ihr dann wieder. Jedes Mal bei den linken Maschen einmal mit dem Faden vor der Arbeit abheben, dann die nächste rechts. Eigentlich ganz einfach, das macht ihr einfach bis zum Ende. Dann sehen wir uns wieder. So, die nächste ist wieder. Einmal mit dem Faden vor der Arbeit abheben, also jetzt ein bisschen festziehen. So, und dann seht ihr schon, einmal wieder die Arbeit wenden. Ihr seht schon, wie das langsam Gestalt annimmt, wie schön das aussieht. Und einmal die letzte Runde. Da seht ihr wieder einmal mit rechts beginnen. Ja, hier ist eine linke, das heißt wieder mit dem Faden vor der Arbeit abheben und die nächste rechts, Faden vor der Arbeit abheben, auch wieder bis zum Schluss machen. So, wir sind jetzt am Ende angekommen. So, meine Lieben, ihr seht es, ich musste ganz schnell umdisponieren und habe jetzt die volle Maschenzahl aufgenommen und habe jetzt, weil ich dachte, zur Ansicht reicht ja eine kleine Maschenanzahl. Ich habe jetzt aber wie in der Originalanleitung die Maschen aufgenommen, damit ich es nachher besser zur Runde schließen kann. Ja, das ist typisch ich, ne? Also ihr seid jetzt praktisch in der letzten Runde. Sie spricht von 4 Runden, wo ihr immer abhebt. Also vor dem Faden abhebt und rechts strickt und die Reihe davor, wo ihr praktisch einfach nur die erste Häkelreihe abstrickt, die zählt sie jetzt praktisch nicht mit, deswegen spricht sie von 4 Reihen. So, ihr seid jetzt in der letzten Reihe und habt hier jetzt noch, jetzt muss ich schauen, hier wäre noch eine rechte Masche, diese rechte Masche, diese letzte Masche wird benötigt, also das ist die 63. Masche, die wir praktisch aufgenommen haben, ganz am Anfang, eigentlich brauchten wir nur 62 und die wird jetzt nachher bei der Runde geschlossen und hier mit dieser zusammengestrickt, das zeige ich euch jetzt, ich stricke sie jetzt aber rechts, wende dann. So, also ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ne? Ihr nehmt einmal das Garn und die zwei müssen zusammen. Das heißt, das war die letzte Masche, die haben wir rechts gestrickt. Die wird jetzt wieder zurückgestrickt. Das heißt, ich muss bloß kurz hinter dem Handy schauen, dass ich das richtig mache. Die wird wieder zurückgestrickt. Und dann nehmt ihr die zwei und strickt beide. Ich mache das immer rechts verschränkt zusammen. So, jetzt habt ihr praktisch zur Runde geschlossen. Das hier wird nachher einfach, wenn ihr die Fäden vernäht, einfach miteinander geschlossen, vernäht, sieht kein Mensch mehr. Genau. So, dann nehmt ihr einmal einen Maschenmarkierer und markiert den Rundenanfang.
So, ich muss hier noch kurz schauen. Also, ihr beginnt jetzt, ihr habt hier den Rundenanfang und strickt jetzt einfach in dieser Runde rechts, die rechten Maschen rechts, die linken Maschen links. So, bitte, genau, ihr seht, es ist ja zweifädig. Da habe ich auch die Schwierigkeit, dass ich dann das Suri nicht mit erwische. Also, einfach, ne, wie gehabt, die linken Maschen links, die rechten Maschen rechts stricken. Und ihr könntet jetzt an dieser Stelle bereits einfach Nadelstärke 5,5 nehmen. Ne? Und auf der rechten Nadel mit der 5,5er weiter stricken und hier die 5er Nadel abstricken. Das habe ich nicht nötig, weil ich bereits mit 5,5 angeschlagen habe. Also als ich das jetzt nochmal aufs lange in der ausreichenden Maschenzahl angeschlagen habe. Entschuldigung. Ne? So, und ich stricke das jetzt ab. So, weil ich so ein langes Seil habe, muss ich das ein bisschen rausziehen. Praktisch eine Art Magic Loop Methode. Jetzt muss ich kurz nur mal schauen, wo mein Garn ist. Wichtig ist natürlich bei dieser Geschichte beim Schließen, dass ihr das hier nicht verdreht. Ne? Genau, wir stricken jetzt einfach die Reihe zu Ende bis zum Maschenmarkierer. Die linken links, die rechten rechts. Ich muss kurz am Handy vorbeigucken mit der Kamera. Damit sehe ich ganz schlecht, was ich sonst mache. Das machen wir jetzt, bis wir wieder beim Maschenmarkierer angekommen sind. Und dann können wir nämlich den Hilfsfaden oder den Häkelfaden abschneiden bzw. auflösen. Wir treffen uns gleich dann am Anfang. Nee. So, jetzt haben wir uns wieder gesehen nach dem... Entschuldigung. Ne? Also hier einmal die beiden Maschen, die ich zusammen rechts verstrickt habe. Ich habe es verschränkt gemacht. Die Jackie macht es ganz normal rechts gestrickt, also zusammengestrickt, die beiden Maschen. Also einmal die von der Reihe, einmal die. Ich habe dann hier meinen Maschenmarkierer reingemacht und wie gesagt, nachher, wenn ihr den Schwag, wenn ihr die Fäden vernäht, könnt ihr die beiden hier unten zusammennähen. Ich habe jetzt noch ein paar Maschen in der nächsten Reihe gestrickt, damit hier mein Maschenmarkierer nicht rausfällt und ihr könnt jetzt den Hilfsfaden abschneiden oder rausschneiden. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, sagt sie auch, und die weiß ich auch. Jetzt muss ich kurz am Handy vorbeischauen, dass ich das richtig sehe und mich in meinen Garn schneide. Und zwar einmal von der richtigen Seite und einmal von der falschen. Und das weiß ich jetzt nicht, welches die richtige Seite ist. Von der einen Seite, das ist die richtige. Von der einen Seite geht es und von der anderen Seite geht es nicht. Ihr zieht jetzt einfach das so hier einmal auseinander und dann geht es von ganz alleine auf. Einfach vorne aufgeschnitten. Wenn ihr es von der falschen Seite habt, dann probiert einfach die andere Seite, weil wenn ihr es von der falschen Seite aufschneidet, dann lässt sich das nicht so leicht rausziehen. Das merkt ihr sofort, dann macht ihr einfach praktisch dann hier, probiert es mit dieser Seite. Genau, ich ziehe das jetzt so auf. So. Jetzt könnt ihr einfach das Garn, den Hilfsfaden, einfach rausziehen. So. Na? Und dann habt ihr, muss man schauen, dann habt ihr einmal diesen wunderschönen italienischen Maschenanschlag, der ja auch auf andere Weise möglich ist, der aber dermaßen kompliziert ist, finde ich. Und ich finde die Methode mit der Häkelnadel, mit dem provisorischen Maschenanschlag viel, viel einfacher. Wenn man sich gemerkt hat, wie viele Reihen man stricken muss, also einmal ne, mit der Häkelnadel, einmal dann die nächste Masche, immer eins rechts und einmal ein Umschlag. Und dann beginnen die vier Reihen, wo ihr praktisch immer die linke Masche einmal mit dem Faden vor der Arbeit abhebt und eine rechts. Und dann könnt ihr zur Runde schließen. Genau, und die zur größeren Stricknadel. Ich habe jetzt mich bei dem hier entschlossen, gleich mit der 5er Nadel anzufangen, weil ich ja, wie gesagt, gemerkt habe,
dass ich sehr eng stricke und es war auch echt fummelig. Und wie gesagt, Hände vorher nicht eincremen, das habe ich gemacht, weil meine Fingernägel schon aussehen wie Katastrophe. Und dann ist das alles ein bisschen fummelig und natürlich das Shrug wird doppelfädig gestrickt. Also ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Ich muss mir auch jedes Mal das Video anschauen. Auch jetzt habe ich immer wieder stoppen müssen, schauen müssen, mache ich alles richtig. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Also ihr seht jetzt hier, ne, der ist übrigens auch sehr flexibel, der Anschlag. Das ist der Vorteil und der ist wunderschön. Ihr seht es ja auch hier, wie flexibel der ist. Genau. Ja, das war's. Das ist der Anfang vom Saturday Shrug. Der Call findet ja statt ab dem 19. März 2023 bis 19. April 2023. Wird es einen Knit Along geben vom Saturday und Sunday Shrug. Einmal über Instagram mit mir und mit Rosie Garn. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte es verständlich erklären. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen und es fällt euch ein bisschen leichter, den Anschlag zu machen, weil ich finde, er ist wirklich schön und relativ einfach. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben.